Ja, hallo ihr Lieben, ein neues Video oder Audio. Und zwar, was gleich kommt, ist ein Post aus meinem neuen Kurs, Notfallkoffer nach toxisch-narzisstischen Beziehungen. Und es geht um das Thema Drehbücher, was eine ganz schöne Metapher ist, und auch das Thema Provokation. Und ich habe hier mal Kommentar unter einem von meinen YouTube-Videos, mal so als Einleitung. Ich muss wirklich grinsen, mit welchem Humor man das auch sehen kann, so genial. Ich liebe diesen Spritzer Selbstironie im Video, weil sie von der Opferrolle in Selbstverantwortlichkeit führt. Also das ist so ein wichtiges Thema, dass man aufhört, immer auf andere zu zeigen ja, einfach weil immer wieder sieht, ja, ich kreiere meine eigene Welt, so herausfordernd das auch manchmal sein darf, oder ist auch wirklich. Ja, also da will ich auf jeden Fall mal helfen, dass man auf sich guckt, und also das stört mich wirklich so sehr auch in der Medienwelt, ist immer auf andere zeigen, immer, also dieses, sammelt sich ja manchmal auch so im Netz an bestimmten Punkten, wo ich echt denke, ey, das ist nicht gut. Aber gut. So, aus einem anderen Buch habe ich gerade die Idee von Drehbüchern, die nur jeder selber ändern kann. Genau so ist es. Hab's gerade im Umgangskontakt mit jemand anders, mit meinem Ex, war absolut toxische Beziehung übertragen. Ja, mein Gott, ist halt sein Drehbuch, nach dem er starr handelt. Eine großartige Erkenntnis, wenn du erkennst, dass auch dein Minuspol oder dein Gegenüber auch nur sein eigenes Drehbuch hat, was er es halt beim Minuspol oft nicht ändern will, ne, weil er es selber nicht sieht, nicht sehen will. Du kannst es nicht ändern, und du kannst natürlich auch du kannst nur auf dein eigenes Drehbuch gucken, ne? Du kannst das von einem anderen einfach nicht ändern, ne? Kann ich ja entscheiden, ob ich in seinem Film voll mitwirke oder lieber irgendwann ein für ihn langweiliger Statist am Rande bleibe. Das ist großartig formuliert. Ich liebe das. Finde ich richtig gut, ey. Besser für mich. Das hat er mich schon gelehrt. Früher dachte ich bin machtlos. Also wirklich wunderbarer Kommentar hier. Natürlich auch, gab ganz viele tolle Kommentare, aber der passt jetzt gerade so gut. Das ist wirklich, wenn man das mal erkennt, dass du, ja, wenn du in diesen toxischen Beziehungen bist, auch der Statist in einem Drehbuch von jemand anders ist, im Statist, im Ego-Drehbuch von jemand anders, wenn du im Herz-Drehbuch von jemand anders wärst, dann wäre es ja noch gut, aber wenn du im Ego-Drehbuch von jemand anders bist, und das weiß man ja auch gerade bei Leuten, die so ein bisschen ins Narzisstische gehen, ja, die sehen dich wie so eine Rolle in ihrem Drehbuch, und wenn du die nicht erfüllst, dann werden die eben sauer, ne? Dann werden sie auch noch sauer, dass du diese Rolle nicht erfüllst. Aber das ist deren Drehbuch. Du kannst da nichts machen, ne? Du kannst nur dein eigenes Drehbuch, was vielleicht eins ist von ich bin immer die Nette oder der Nette, oder ich muss dem anderen helfen, oder ich muss andere retten, also dein Drehbuch, oder ich muss immer alles aushalten, oder ich darf mich nicht selbst lieben, meine eigenen Grenzen setzen. Ja, also dein eigenes Drehbuch darfst du da verändern. Und diese Drehbuchmetapher ist auch so schön, weil sie ja auf sich selbst verweist. Also weil du bist eben nicht nur der Akteur in deinem Drehbuch, du bist auch der Schreiber von deinem Drehbuch, ne? Also es ist immer wirklich schwer zu sehen, hat bei mir auch lange gedauert, aber du schreibst dein Drehbuch, du führst auch die Regie, und du bist Schauspieler in deinem Drehbuch, ne? Und wenn dir dein Film nicht passt, da kannst du nur überlegen, wie schreibe ich mein Drehbuch um, ne? Also die ganzen Aspekte davon würde es jetzt so weit gehen, aber du kannst dann dein eigenes Drehbuch umschreiben, und wenn du sozusagen anderen auf andere zeigst und sagst, ja, das Drehbuch von anderen gefällt mir nicht, ja, dann spiel nicht mit in deinem Film, ne? Also, und es bringt nichts so, ne? Und was hat das mit Provokation zu tun? Also das fällt mir sehr auf in vielen toxischen Beziehungen, dass eben der, ja, nennen wir mal Minuspol, manchmal auch beide, aber oft auch der Minuspol, dass die eben durch
ja, total krasses Verhalten, Verdrehung, Schuldumkehr, also wirklich völlig abstruse Schuldumkehr, Gaslighting, dass einem die Haare zu Berge stehen. Gibt viele Gründe, warum das gemacht wird, aber ein Grund ist auch, dich zu provozieren, weil wenn du provoziert bist, wenn du dann sauer wirst oder sagst, das ist ja total ungerecht oder ich weiß nicht was, da zack, hast du schon wieder Energie abgegeben. Ne? Zack, ist schon wieder, hast du schon wieder 5000 Tonnen Energie abgegeben an diesen Menschen. Weil, ja, dann beschäftigst du dich wieder mit ihm, du bist emotional verknüpft mit ihm, dann werden wieder Bänder geschaffen in diesen Situationen. Und ja, das führt dann zu, dass du dich dann rechtfertigst, weil du bist ja, wie kann er das so sehen, das ist ja objektiv falsch und zack, bist du wieder in dem drin, was in der amerikanischen Selbsthilfe-Community, was man da gerne Jade nennt, justify, argue, defend, explain, also rechtfertigen, ignorieren, erklären, also wo du versuchst, deinem Minuspol die Welt zu erklären und ihn dahin zuzubringen, dass er die Welt endlich so sieht, wie sie ja ist. Das ist genau der Prozess, in dem du unendlich Energie abgibst irgendwie. Ne? Also, und da finde ich diese Drehbuchmetapher halt so schön, dass du halt sagst, ich werde in diesem Drehbuch, ich spiele dich einfach nicht mehr mit, da musst du auch nicht sauer sein auf den anderen, du kannst einfach sagen, sorry, ich habe diese Minus pro Rolle habe ich leider keine Besetzung mehr für, hatte ich früher, aber leider kommst du in meinem Drehbuch nicht mehr vor. Und in dem Moment nimmst du die Energie wieder zu dir, kommst in deine Selbstverantwortung, setzt gesunde Grenzen und gibst deine Macht nicht mehr ab. Ne? Und das ist so wichtig, ne? Und es ist so schwer, weil teilweise diese Provokationen auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt dieses Dreck provoziert werden oder Lovebombing oder irgendwie bullyhaftes Verhalten, sind teilweise echt. Ja, es ist manchmal zum Fußnägel aufrollen, aber das ist genau der Prozess, wo du dann sagen kannst, ja, warum triggert das mich so an? Ja, weil du überhaupt drin bist in der Situation und weil du einen Hinweis bekommst auf deine eigenen Wunden, die du noch hast, ne? Wo du vielleicht schon früher im Leben, weiß ich nicht, gegaslightet, Schuldumkehr, provoziert, nicht gesehen worden bist. Und also sie ist wirklich, mach einen toxischen Ex-Partner oder deinen Minuspol, mach ihn zu einem Statisten in deinem alten Drehbuch irgendwie und sag einfach, nimm den mal aus der Gleichung raus und sag einfach, das ist ja spannend, was für ein Drehbuch ich hier gehabt habe, wieso habe ich das eigentlich, wie kann ich die Rollen da umbesetzen, das ist ein Prozess, den kannst du für dich machen, ohne dich aufzuregen, ohne, ständig den Finger auf andere zu zeigen. Und das bringt dich so viel weiter. Das ist mega. Glaubst du jetzt vielleicht noch gar nicht, aber vielleicht glaubst du es auch da schon. Okay.